Vater hat nach dem Krieg in einer Garage hinter dem Wohnhaus einen kleinen mechanischen Werkstattbetrieb gegründet. Er war arbeitslos und es war nicht anders möglich, wie eben sich selbstständig zu machen. Und mit 3000 Reichsmark hat er sich eine alte Drehbank gekauft und mit der hat er halt versucht, für die Landwirte irgendwelche Teile herzustellen oder irgendwelche Reparaturen für umliegende Firmen. Und es war für ihn eine schwierige Zeit. Wir haben das als Kinder mitbekommen, dass es oft nur sonntags ein Stück Braten gab und sonst die ganze Woche über eben ganz sparsames Essen. Und es war besonders schlimm 1964, damals war ich eben 22 Jahre alt. Und es war die Zeit, wo er sagen musste, entweder kann ich meine 8 Leute damals beschäftigen oder ich muss den Betrieb zumachen. Und es war die Zeit, wo er mich bat, in die Firma zu kommen. Ich hatte eine Banklehre und war noch ein Jahr in der Industrie tätig. Und ich musste sofort diesen Arbeitsplatz aufgeben und bin zu ihm gekommen und habe dann auch versucht, Aufträge zu kriegen. Es gelang mir mit der NSU Aufträge für den Prinz 4, 3000 Kupplungstrommeln und 3000 Schwungräder pro Monat als Drehteile in Auftrag zu kriegen. Und wir haben diese Aufträge 4 Jahre lang durchgeführt. Und nach 4 Jahren war wieder nichts da. Und in dieser Zeit, in diesen 4 Jahren, haben wir das erste Produkt, das waren die Spannbacken. Spannbacken für die Drehmaschinen. Da haben wir gesagt, wir machen das auch nicht nur für uns, sondern für andere und versuchen, ein Programm aufzubauen. Es war nicht so einfach. Ich habe mit den Backen mindestens 4 Wochen gebraucht, bis ich die ersten selbst verkaufen konnte. Und meine Mutter hat damals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, also Bub, das klappt nicht. Du gibst so viel Geld aus, das funktioniert nicht. Und ich habe nicht nachgegeben und habe dann doch weitergemacht. Und wir sind heute der größte Backenhersteller der Welt mit über 300 Katalogseiten. Und wenn man das so sieht, ist das auch so mein Lebensmotto. Nicht aufhören, nicht nachgeben, immer gucken, dass es weitergeht und immer schauen, dass du besser bist wie die anderen. Dann klappt es mit Sicherheit. Und so war das auch mit den Backen. Es ist uns 82 gelungen, diese Greiftechnik, das sind diese Hände für die Roboter, ins Leben zu rufen. Und mit diesen Greifern haben wir jetzt weltweit eine Situation erreicht, wo wir sagen können, es ist eine Marktführerschaft, die man uns nicht so ohne weiteres streitig machen kann. Und es ist trotzdem notwendig, an diesem Thema zu bleiben. Und wir haben es wiederum geschafft, indem wir gesagt haben, die Hand muss noch wertvoller werden. Nicht nur diese einfache Hand, sondern versuchen, in der Industrie noch feinere Hände zu bringen, die feinere Aufgaben verrichten. Und wir sehen in dieser Greiftechnik eben unsere Zukunft.